Lame. Oh Gott, nicht die schon wieder. 600! Kommt her, ihr Scheißmiezen! Wo seid ihr? Ich muss an die vorbeikommen. Kann ich da reingucken? Und soll ich dir die Fresse polieren? Nein. Später vielleicht. Da waren wir schon mal drin. Dann habe ich schon mal umgestoßen, dann weiß ich. Ich komme später wieder. Hier, Pussy Pussy. Ja, ja. Bis später. Wir sehen uns, Viertklässler. Ich warte auf dich. Mach das. Wer wohnt hier? Kann ich da ganz schnell reinlaufen? Rein. Komm her. Ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Mhm, mach mal. Die sind 600. Wieso sind die Level 600? Sind die bekloppt? Ja, der Fernseher ist aus. Das geht doch nicht. Wo haben sie denn überhaupt einen? Mach den Fernseher an. Mach doch einen böse Jungs verkloppten Livestream. Ich würde ihn mir ansehen. Wo denn? Auf Twitch? Mir gefällt, dass du auch Farben trägst, nicht nur schwarz. Moment. Hast du meine Farbe, hast du ja meine Hautfarbe angesprochen? Mach doch einen böse Jungs verkloppten Livestream. Ich würde ihn mir ansehen. Auf YouTube? Mir gefällt, dass du auch Farben trägst, nicht nur schwarz. Okay. Mach doch einen böse Jungs verkloppten Livestream. Ich würde ihn mir ansehen. Ja, aber nur wenn du noch mal hier einen neuen Satz lernst. Ich habe dich in den Nachrichten gesehen und ich werde dir auf Coonstagram folgen. Boah, das ist ja voll Knorke von dir, da bin ich aber glücklich. Moment, ich zeig mal hier, wie Knorke und wie glücklich ich dadurch bin. Wow, super, toll, danke du Arsch. Hey, super. Ein neuer Follower, Mr. Biggle. Also dann, wir sehen uns in den sozialen Medien. Ich glaube nicht. Na, schmeckt's? Willst du ein Müsli, furzender Retter? Oder verstopfen Knusperkörner deine Pupskanone? Ja, kommt drauf an, was das ist. Hallo, Schatz. Wie fesch du heute aussiehst. Ja, gleichfalls. Willst du ein Müsli, furzender Retter? Oder verstopfen Knusperkörner deine Pupskanone? Ja, genau. Das war jetzt aber nicht schön. Ja, kann man nichts machen. Klar, gern. Ich hoffe nur, Henrietta wird da nicht sauer auf mich. Nö. Müsli. Oh, Müsli. Ein neuer Follower, Mrs. Biggle. Danke. Danke, ich such dich dann bei diesem Coolstagram, auf das ihr Kids so wild seid. Dann einmal Kids, dann hau ich dich. Hör auf, an Kids zu denken. Das war jetzt aber nicht schön. Hab ich mir auch gedacht, also hör auf damit. Was denn? Hast du keine Manieren? Doch, rat mal, warum ich das mache. Jetzt komm schon. Mach mit. Bist du irgendwie krank? Ja, ich habe die komischen Dinger gegessen, die du da frisst. Hast du keine Manieren? Doch. Zum Beispiel habe ich letztens meinen Schnitzel marinieren. Das war ganz doof. Tschüss. So, hallo. Sitzt ihr noch hier oben? Ihr Vögel? Was ist das hier? Sportunterricht? So ungefähr. Also, mir macht Spaß. Und dir? Na, dem und ich. Und du? Au, was soll das? Ja, ich kann es. Und du? Verdammt, ich hasse dich! Ja, das macht ja nix. So, und was für Ratu habt ihr da oben noch rein? Dann würde ich mal sagen, tschüss. Na toll. Jetzt sogar nichts Neues. Sieht mal eben der Rechner aus. Das geht ja gar nicht. Ein Rechner, der muss laufen. So, ich muss gucken, dass ich unten rauskomme und die komischen Sechsklässler ankommen. Na, in letzter Zeit ein Meth. Mettend. Ah, oh, Mettring. Was haben wir hier nochmal drin? Wohnen wir hier? Ne, wir wohnen hier. Wer bist du denn? Ach so, Jimmy. Nicht viele können mit Jimmy mithalten. Ich folge dir übrigens auf Coonstagram. Ja, bin ich ja glücklich. Toll, wie du den Abschaum der Stadt entlarvt und auf ihn draufgefurzt hast. Mindestens zweimal. Nicht viele können mit Jimmy mithalten. Ich folge dir übrigens auf Coonstagram. Das ist voll cool. Hier, ja, meine Küche. So, was haben wir im Kühlschrank? Der Kühlschrank ist leer. Wir füllen den nie mehr im Leben auf. Hey, du. Jimmy sagt, dein Arschgas hält die Zeit an. Der hat vielleicht Fantasie. Ja, der spinnt, der Typ.
Du hast dir mittlerweile sicher alle Schurken geschnappt. Nee, einer sitzt noch am Küchentisch und spielt mit seinem iPhone. Jimmy sagt, dein Arschgas hält die Zeit an. Der hat vielleicht Fantasie. Ja, da würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben, die Zeit anhalten. Der hat echt Fantasien. Tschüss. Hier kommen wir nicht weiter. Hey. Was zur Hölle? Ja, das war mein Arschgas. Lass mal riechen, aber habe ich noch mehr. Hör auf mit dem Quatsch. Ja, warum das denn? Das ist ja das Schöne dran. Komm. Jetzt stell dich mal nicht so an. Entschuldigung? Entschuldigung? Dann geh ich halt. Tschüss. Wir gehen nach oben. Nach oben waren wir noch nicht, genau. Wir sind dann jetzt im Mannhaus. Jimmy? 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 Jimmy, läuft dein Rechner? Sieht fast danach aus, ne? Braver Junge. Okay, liegen Zeitungen rum. Warum auch immer? Gehen wir mal rüber. Aha. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was kann ich denn da machen? Kann ich da aufs Bett hoch und das aufmachen? Was bringen mir die Kerzen? Hä? Das sieht mir fast danach aus, als ob ich da oben jemanden mitnehmen könnte, aber... Keine Ahnung. Wir haben nochmal eine Kerze angemacht. Wir sind ja freundlich. So, was ist denn hier passiert? Da war ich aber nicht gewesen. Gerade sagen, die Kerzen darf ich nicht anzünden? Moment mal. Ah ne, das ist gar keine Kerze, das ist ein Zahnputzbecher. Ach, die gehen jetzt nicht an? Moment. Okay. Ändert leider nichts. Schade. Wenn das deine Eltern wüssten. Die wissen das doch. Die haben mich doch beauftragt, hier hinzukommen und das zu machen. Entschuldigung? Ja? Wenn das deine Eltern wüssten. Wie gesagt, die wissen es. Autsch! Warum? Wegen meinen Eltern. Entschuldigung? Ja? Wenn das deine Eltern wüssten. Ach komm, ich geh jetzt. Wir pupsen nochmal uns den Weg frei. Wir pupsen uns den Weg frei. Toolchat ist da! Flum. Ja! Der Weg ist frei. Tschüss. So, wollen wir mal reingucken. Was wurde uns hier vorenthalten? Leuchtendes Rätselartefakt 83er. Berserkerrad-Rezept. Gucken wir uns gleich direkt mal an. Telekolleg. Was? So, ein paar Stoffbeeren gefunden und ja. Noch so ein bisschen Kleinkram. Was haben wir hier noch? Können wir mitnehmen? $12.22. Ja, geil. Ja, geil. Nehmen wir doch mit. Aber sonst irgendeine Spezialfähigkeit kann ich hier nicht anwenden, ne? Nee, nicht wirklich. So, wir gucken mal ganz kurz bei den Artefakten rein. 72er, wir haben jetzt einen 83er bekommen. 556.
Crafting. Wir können uns einen 95er machen, das mit den Zacken. Moment, das mit den Zacken haben wir jetzt momentan 3. Würde ich brauchen. Ne, 2 haben wir. Okay, ich könnte theoretisch 2 Stück herstellen. Holen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was raus. Ja, 95. 95, 591. Ja, sehr schön. Inventar. Ach ja. So, Titel. Stufe 9 Influencer. Sammelt 10 Kunstagrim-Follower, um den nächsten Titel zu verdienen. Okay. Ja, Kostüm lassen wir auf jeden Fall noch ein bisschen an. Dann geht's mal weiter. Tschüss. Was gibt's denn jetzt? Naja, schau im Restaurant vorbei. Ich habe hier was für dich. Hat nichts mit Fürzen zu tun. Es geht um unsere gemeinsame Herkunft. Ich bin auch Gott. Ich bin der Sohn von Gott. Ich bin Gott. Immer sachte. Ja, okay. Wir müssen ins Restaurant vorbei. Aber welchem Level ist denn das? Gar nicht. Wir haben gar nicht angezeigt. Wir müssen so im Restaurant vorbeikommen. Okay, dran denken, im Restaurant vorbeigehen. Du scheiß dämliche Kuh! Schütt dich nur weiter mit Chardonnay zu! Ich muss saufen, um dich ertragen zu können. Dieses Marihuana verändert dich irgendwie. Aber wenigstens ist Marihuana natürlich, nicht so wie Trauben. Du bist ja total high. Vielleicht, aber ich tratsch nicht überall die Geheimnisse von unserem Kind rum. Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris. Trink doch noch ein Glas, Kelly. Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Trink Chris. Trink noch ein Glas, Kelly. Oh, hey, Schatz. Daddy wollte gerade hoch in sein Zimmer gehen. Und Mami holt sich was zu trinken. Ja, Mensch, kann ich mal was zu trinken holen und dann aufs Zimmer? Guck mal so lange Fernseh. Bleib mal genau davor stehen vom Fernseher. Weil es so gesund ist. Na, und sonst so? Alles gut, Schatz. Ich hab noch was im Auge. Was hast du denn im Auge? Wein? Lass mich, Schatz. Mami muss jetzt weinen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, du hast ins Glas geweint. Was? Ich weine nicht. Ich lache. Ich komme mal kurz in den Kühlschrank rein. Der Kühlschrank ist leer, was soll das? Einkaufen. Hallo. Einkaufen. Mache. Nicht Wein holen, einkaufen. Ich hab Hunger. Ich will was mitnehmen. Hallo. Die reagiert auf gar nichts mehr, die ist so zugeknüppelt. Ich gehe jetzt einfach. Hier stinkt alle. So, ich gehe jetzt nach oben. Hab da davon. Ich gehe nach oben. So, Rebellen. Nein. Nicht schon wieder. Die dumme, verfickte Schlampe. Ich hasse dich. Die guten Frikadellen. Noch eine. Oh. Rebellen. Hihi. Okay, 24%. Jo, geht langsam voran. Passt. Irgendjemand hat meinen Rechner wieder ausgemacht. Na toll, ist bestimmt wieder ein Windows-Update. Gelockte Unordnung. Seitenzopf. Wett. Wett. Jo, kann man mal machen, ne? Achso, Moment. Fast vergessen. Oh, das Wichtigste. Tschüss, Fischi. So, hier kann man noch was machen. Hier kann man garantiert noch was machen. Wie zum Beispiel...
Wir brauchen ein wenig Diabetes. Okay, packen wir es an. Na ja, mach mal, ja. Und los geht's! Ja! Ich hab meine Pflicht getan. Nun muss ich gehen. Tschüss. Dankeschön. So, Leiter unten. Nummer 2 Bleistift und schimmeliges Sandwich? Na toll. Warum hängt ein USB-Stick rum? Können wir theoretisch noch höher? Moment mal eben ganz kurz. Was ist, wenn die Leiter jetzt oben ist? Können wir jetzt noch höher? Ja, wir können noch höher. Supernova-Anzug. Geil. Und Supernova-Handschuhe. Und den Stoffballen. Und wir gehen runter. Wir gehen rüber. Und wir gucken mal hier rein. Entschuldigung, falls der Weg jetzt länger dauert. Aber muss auch mal wieder sein, hier ein bisschen mich umzugucken, ne? Ich meine, warum stehen die Umzugskartons rum? Wo sind die Leute? Hallo? Also, warte, der Kühlschrank ist leer. Warum sind die ganzen Dinger hier offen? Wo sind die? Ich muss hier hauen gehen, der Kühlschrank ist leer. Warum Home Security? Hm? Was das? Was hast du gemacht? Was das? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Hallo? Hast du nicht Hausarrest? Du musst wirklich aufhören, so frech zu Erwachsenen zu sein. Sonst hast du nichts zu sagen? Interessantes Buch. Es ist nur zu deinem Besten. Kinder sind wie kleine Tiere und brauchen Disziplin. Sonst werden schlechte Menschen aus ihnen. Du meinst, naja, sagen wir mal so, wie Kinder, die irgendwo hingehen, irgendwelche Gelder von irgendwelchen skrupellosen Händen bekommen und Lava in LKWs verpacken und so? Du meinst solche Kinder? Solche Kinder will ja niemand haben, das ist ja schrecklich. Es ist nur zu deinem Besten. Kinder sind wie kleine Tiere und brauchen Disziplin. Sonst werden schlechte Menschen aus ihnen. Finde ich genauso. Schlag ein. Ach, komm schon. Was denn? Au! Hallo. Au, das war nicht nett. Ach, komm. Hey, Butters Vater hat dir gesagt, dass du diese Waffe wegstecken sollst, wenn du hier drin bist. Echt? Willst du lebenslangen Hausarrest? Das könnte ich arrangieren. Wirklich? Hey, Butters Vater hat dir gesagt, dass du diese Waffe wegstecken sollst, wenn du hier drin bist. Nö, hat er nicht. Willst du lebenslangen Hausarrest? Das könnte ich arrangieren. Ja, bitte. Hey, ja, okay. Gesagt, geh jetzt am Klo. Was hast du davon? Sollst, wenn du hier drin bist. Zweier-Toilette. So. Du bist in der Wanne, ich bin am Kacken. Kannst du mal überlenken. Willst du raus? Ja, schade. Wir müssen erst den Druck aufbauen. Habt ein einfaches Klo hier. Mit einem Höflichkeitsspülen. Nein. Dann bleibt es alles so, wie es ist. Mit den Bremsspuren. Tschüss. Warum ist eigentlich der Klo bei dir direkt am Anfang? Verdammt. Die haben hier so ein Stromding, wo ich noch nichts mit anfangen kann. Weil ich habe schon so viel gelernt, aber das Stromding kann ich halt noch nicht umgehen. Oh, ist ein Kappes. Oh, ihr habt auch schöne Blumen. Hä? Und wie komme ich denn ran? Wieso ist das gesperrt? Butters?
Wo wohnt Batas eigentlich hier? Batas? Batas? Wo wohnt Batas eigentlich? Wo hat er sein Zimmer? Hier? Komm nie rein. Dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter. Stimmt, wir können in die Garage rein. Ah, die kennen wir doch, die Garage. Paladin Butters Diadem. Okay, wir kriegen ein bisschen Schrott und Stoffballen. Und noch mehr Stoffballen und noch mehr Schrott. Aha. Tweak und Quake, kurze Umarmung. Ja gut, dort war's ja jetzt dann. Wir sind bei Carpen angekommen. Das ist eine Hauptquest, die wollen ja die noch gar nicht machen. Nur da ist halt kein Deutsch, ich würde sagen, das ist Hauptquest, ne? Ich will aber doch erstmal zu den Toiletten. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zu den Toiletten rüber. Bedeutet, wir arbeiten uns hier noch durch. Das Ding hatten wir schon umgeschmissen gehabt, oder? Ich bin gerade am Überlegen. Oder nicht? Ja, komm, wir schmeißen ihn nochmal um. Weiß ich nicht genau, was ich hier noch looten soll, so gesehen. Freedom Pulse. Token. Könnte ich auf dem Foto noch dämlicher aussehen? Stan. Postet bei Kunstagram Fotos. Interessant. Haben die kein eigenes... Diabetes zur Rettung! Haben die kein eigenes Kunstagram? Aus dem Weg! Ich hab meine Pflicht getan. Nun muss ich gehen. Tschüss. Hier waren wir schon mal gewesen, ne? Ja, ich glaube, hier waren wir schon mal irgendwie. Ich kann hier so irgendwie nichts machen. Kommen wir nicht weiter. Toll. Dann gehen wir drunter. So, das haben wir mal so umgestoßen. Oh, wir sitzen da in der Garage. Dann gehen wir gleich mal gucken. Na du? Na, wenn das nicht das beste Enkelkind des Jahrhunderts ist. Ja, natürlich. Ich bin Billy. Ich werde Miss McGillahey durchvögeln, dass ihr die Ohren klingeln. Alles klar, Opa. Ich hab ein Date mit einer süßen 82-jährigen Billy. Wart nicht auf mich. Mach ich. Mensch, Billy, bist du groß geworden. Und schwarz. Hast wohl deine Babyhaut verloren. Ja, ist gerade abgefallen beim Hereinkommen hier. Na, wenn das nicht das beste Enkelkind des Jahrhunderts ist. Ja, natürlich. Ich werde Miss McGillahey durchvögeln, dass ihr die Ohren klingeln. Ich brauche ein Gummi für meinen Willi, Billy. Hast du ein Kondom? Opa, du hast Schein bekommen. Ich glaube, den habe ich schon als Follower, oder? Einmal Pischer, immer Pischer. Ja, kennst du was von, ne? Einmal Pischer, immer Pischer. Einmal Pischer, immer Pischer. Ja, und du kannst auch nur einen Satz. Scheichhaufen! Selber. Das kannst du nicht machen! Na, habe ich schon gemacht. Wenn du willst, kriegst du noch eine Portion. Na, du? Ich kann's kaum erwarten, dass ihr Wichser mir meine Schlüssel zurückgibt. Ja, ja, klar. Hast dir bei dem Outfit echt Mühe gegeben? Warst du lange Single? Wegen dem Spruch. Ich kann's kaum erwarten, dass ihr Wichser mir meine Schlüssel zurückgibt. Kostet nicht, ich kann's vergessen. Ich kann ja ein bisschen den Rücken massieren. Was denn? Arsch! Selber. Autsch! Warum ich? Ja, wer denn sonst? Autsch! Du hast es verdient. Arsch! Was ist dein Problem? Volle Posaune, was? Ja, natürlich. Volle Posaune, was? Ja, toll. Zum Glück habe ich den schon gehauen. Der Kühlschrank ist immer noch leer. Lenny Wings. Ich kriege die Kerze nicht an. Warum gehen bei einigen die Kerzen an und bei anderen wieder nicht? Da habe ich bisher so nicht so ganz verstanden. Rechnen wir's aus. Hallo, anderer Fischi.
Tschüss, anderer Fischi. Warum gehen hier die Kerzen nicht an? Oh, ich habe was gefunden. Der Rechner ist aus. Ich krieg den nicht mehr an. Toll. Ach ja, jetzt weiß ich was. Wir brauchen eine Räumung. Eine Säuberung. Toolshed, der richtige für jeden Job. Flup. Jo, den Druck aufbauen und muss man nochmal Druck aufbauen. Arschgeiler Arsch. Alter. Gut. Ja, lecker. Wow, was zum Teufel ist passiert? Ich hab's mir nur an der Kurve mit dem Drink gemütlich gemacht und auf einmal hat's wusch gemacht. Und es hat wusch gemacht. Klar. Mach ein Bild, das hält länger. Ja, ich möchte mich gerne da hinstellen, wo du gerade bist. Da tropft überhaupt nicht. Wendys Schissstatue. Na toll. Na gut. Wenigstens sitzt die Frisur heute. Ja, genau. Ich hab Angst, dass dir noch die ganze Kacke auf mir auf den Kopf tropft. Neuer Follower, Mrs. Hinky. Stößchen! Ah, alles klar. Ich muss los und sehen, ob irgendwer ein paar Pillen runtergespült hat. Bis später. Ja, alles klar. Juhu, ich kann jetzt nicht aufs Klo. Yay. In zweier Toilette, da geht er noch. Zwei, ja. Okay. Das war einfach und wir drücken auch noch ein wenig den Druck auf. Ja, da sind wir schon fertig. Das wäre so ein Kutschis. Lecker. Dann gehen wir direkt mal raus. Oh, was haben wir hier drüben noch? Ach ja. So, Rechner an. Fernseher darf ich nicht anschalten, okay. Lenwings. Mensch, Billy, bist du...